Und hier noch drehen. Okay, wir sind hier fertig. Da geht die Reise also doch nicht mit dem Zug weiter, sondern mit einem Boot? Schiff? Muss ich kurz mal ansehen. Und Hans müssen wir ja auch noch holen. Oder Hans Oskar. Oder was auch immer. Oder wie auch immer er heißt. Aber ich denke mal, Hans wird da bleiben. Ah, jetzt kann ich auch nach da hinten. Das ist der große Häuptling. Hallo. Guten Tag. Guten Tag, Kate Walker. Guten Tag. Oh, Kate, Arche, Hans und Tore. Wir müssen weiter, großer Häuptling. Kate Walker weg? Ich werde Ihre Gastfreundschaft nie vergessen. Du kommst wieder, wenn du willst. Danke. Danke für alles, großer Häuptling. Die Arche. Mit dieser Arche sollen wir fahren? Jukol, Schiff robust, du gute Reise machen. Das hoffe ich. Was ist mit Hans? Hans ist wieder etwas zu Kräften gekommen seit seiner Verwandlung. Letzte Reise, Hans Vorarlberg. Weg nicht mehr lang. Ich weiß. Ich weiß. Folgen immer Traum, Kate Walker. Können Sie die Tore zum Meer öffnen, Häuptling der Yukol? Kate mit Frau Yuki auf Arche. Großer Häuptling öffnen Tore. Danke. Gut Glück, Kate Walker. Auf Wiedersehen. Du auch auf Wiedersehen, Kate Walker. Schön. Ach, sag bloß, Yuki ist wieder mit dabei. Unser kleiner... Alter, ich muss mich erstmal noch an Hans hier gewöhnen. Hans, sind Sie bereit für die Weiterfahrt? Fehlt nur noch Ihr Freund, der Yuki. Sie wollen den Yuki mitnehmen? Der kann uns vielleicht nützlich sein, Kate. Gut, dann... Ich frage mich, hat Hans jetzt ein mechanisches Herz? Aber trotzdem, das ist hart. Dass Oskar jetzt nicht mehr dabei sein darf. Um es mal so auszudrücken. Der Yuki, der war doch hier unten. Ja. Dann mal stellt dem Yuki hinterher. Alter, der ist aber fix, ne? Und ich glaube, der nimmt einen viel kürzeren Weg als ich.
Und mich interessiert immer noch, hat Hans jetzt ein mechanisches Herz, dass er damit weiterlebt? In dem Körper von Oscar, oder hat er nur Oscars Hülle angenommen? Oder was heißt Oscars Hülle angenommen? Los, du jetzt, schnell gehen! Und weiter geht die Reise. Auf nach Siberia. Ein neues Gebiet. Und ich frage mich immer noch, wie Hans weiterlebt jetzt. Sind wir am Ziel, Hans? Ist es das? Nein. Aber wo sind wir denn? Auf Packeis gelaufen. Irgendwo. Die Strömung nimmt uns nicht mehr mit. Warum bloß? Ich sehe nach, was los ist. Bis gleich, Hans. Eieieiei. Gut, dann gehen wir mal unter Deck. Ja, Kate, schön langsam. Nichts zu machen. Abgeschlossen, okay. Ach, das Yuki. Dieser Yuki hat die ganze Fahrt über geschlafen. Hier gibt's schon mal nichts. Dieser Yuki hat die ganze Fahrt über geschlafen. Ja, schön. Und er schläft immer noch. Das abgeschlossen. Tja. Diesen Ort kann ich nicht gelangen. Okay. Dann hoch. Wir haben noch eine russische Puppe. Nee. Dann mal hoch und raus. Na komm. Ach, das ist cool mit Aufzug. Tja, wir müssen irgendwie hier raus. Alter Schwede, was ist denn das für ein riesiges Viech? Das ist ja echt der Hammer. Was? Narwalhorn. Narwalhorn. Bin gespannt, wofür wir das brauchen. Nee. Hier gibt's schon mal nichts mehr.
Aber hier hinten geht es weiter. Alter, sind die Pinguine riesig, ne? Halt. Mal gucken, ob es damit geht. Geschafft. Wir können weiterfahren. Jo. Dann mal auf zurück.